Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Talk 1. Kann das wirklich wahr sein? Ab Jänner wird in Österreich geimpft? Und ist das wirklich die Chance, die Pandemie zu besiegen? Wird unser Leben dann wieder normal werden? Darüber wollen wir heute diskutieren. Außerdem sprechen wir über die Massentests und schauen, ob und wie das bei uns in Österreich funktionieren könnte. Diskutieren Sie zu Hause gerne mit auf debatte.orf.at. Wir legen im Studio auch gleich los. Ich begrüße in einer ersten Runde Florian Aigner, Physiker und Wissenschaftspublizist. Schönen guten Abend. Clemens Awey, Gesundheitsökologe. Und die Virologin und Impfstoffexpertin Christina Nicolodi. Schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Nicolodi, Impfungen ab Jänner. Es gibt jetzt noch keine Zulassung für einen Impfstoff, aber die Welt arbeitet schon ganz fleißig an Impfszenarien und Konzepten, wie man denn dann bei der Impfung vorgeht. Was sagt denn die Impfexpertin dazu? Ist das noch verfrüht? Die Ängste herrschen natürlich vor. Generell spricht man davon, dass eine Impfstoffentwicklung im Schnitt 15 bis 18 Jahre dauert. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, innerhalb kürzester Zeit, weniger als ein Jahr, einen Impfstoff zu entwickeln. Die Frage ist da, hat man etwas ausgelassen oder nicht? Aber da kann ich die Bevölkerung auch beruhigen. Es gibt dazu Gesetze, die sind auch einzuhalten. Das heißt jetzt von der Qualität her und der Sicherheit, aber auch der Studien, die man durchführen muss, die Entwicklungsstudien, aber auch jene, die man bei den Menschen machen muss. Auch die Anzahl der Probanden hat sich nicht verändert. Man hat nur sehr viel beschleunigt hinsichtlich der Bürokratie zum Beispiel. Mhm. Es ist natürlich auch das Verständnis in der Bevölkerung ein anderes. Generell ist es so, dass man eher Schwierigkeiten hat, Menschen zu finden, die bei einer Studie teilnehmen möchten. Hier ist es ja so, dass der Leidensdruck auch der Menschen so groß ist, dass sie sich auch gerne und freiwillig melden. Mhm. Wir gehen dann noch ein bisschen tiefer hinein in dieses, wie das genau funktioniert mit diesen Studien und warum man keine Angst haben muss. Herr Aigner, Sie sind ja nicht nur Publizist und Physiker, sondern auch Vizepräsident der Gesellschaft für kritisches Denken. Und Sie kämpfen gegen diese Verschwörungstheorien, die auch immer wieder im Netz kursieren und auf Social Media. Und Sie haben vor kurzem getwittert, die Corona-Impfung könnte unser Trump-Moment sein. Was meinen Sie damit? Naja, wir sehen, welche Ängste hier vorherrschen und mit welchen falschen Aussagen hier gearbeitet wird. Und mit Trump-Moment habe ich gemeint, wichtig ist für die Gesellschaft, für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft, dass wir uns gemeinsam darauf einigen, uns an die Wahrheit zu halten. Und wir sehen, dass das bei Trump nicht immer der Fall ist. Der erfindet seine eigene Wahrheit und behauptet einfach Dinge, von denen man weiß, dass sie nicht stimmen, aber kümmert sich nicht darum. Und wir müssen jetzt vermeiden, denselben Fehler zu machen. Wir müssen uns als Gesellschaft darauf einigen, dass wir zwar sehr genau hinschauen und kritisch sind und nicht alles glauben, was irgendjemand behauptet, das ist vollkommen richtig. Also ich verstehe da Leute, die skeptisch sind und sagen, vielleicht nicht überhasten. Aber wenn Dinge wissenschaftlich gut untersucht sind, wenn Dinge wissenschaftlich bestätigt sind, wenn die wissenschaftlichen Fakten am Tisch liegen, so wie Sie jetzt auch erklärt haben, dann müssen wir uns einfach darauf einigen, das gilt jetzt. Also dass wir nicht in diese Spaltung der Gesellschaft kommen, so wie das in Amerika durch Trump und seine alternativen Fakten passiert ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass es eine Zweiteilung der Gesellschaft gibt zwischen denen, die sozusagen dem wissenschaftlichen Mainstream folgen und den Verschwörungstheoretikern, die einfach alles ablehnen, was von der Wissenschaft kommt. Das wäre gefährlich. Herr Awey, Sie sind Biologe und Sie kritisieren diese verkürzten Zulassungsverfahren der Impfstoffe. Jetzt stehen einmal drei kurz vor der Zulassung mit sehr hohen Wirkungsraten. BioNTech, Pfizer 95%, Moderna 94,5% und AstraZeneca 70%. Die Studien, die da durchgeführt worden sind, haben keine gröberen Nebenwirkungen gezeigt, außer vielleicht Kopfweh oder ein bisschen Schwindel, so wie bei einer Grippeimpfung. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht, oder, für diese drei Impfstoffe? Das Problem bei diesen und anderen Impfstoffen ist, dass eben diesmal die Arbeitsaufgaben der Impfstoffsicherheit zusammengeschoben wurden. Man kann zwar tatsächlich sagen, es wurde jeder Schritt der ersten, zweiten und noch laufenden dritten klinischen Phase durchgeführt, aber zusammengeschoben. Man nennt das auch eine Teleskopierung. Das heißt, die einzelnen Arbeitsschritte werden aneinander geschoben wie ein Teleskop und dadurch fallen Wartezeiten und Langzeitbeobachtung weg. Und das ist das eigentliche Problem. Also nur weil man alles gemacht hat, aber schön zusammengeschoben, heißt das nicht, dass man die gleiche Sicherheit hat wie üblicherweise. Das Wegfallen. Die Nebenwirkungen, die auf längere Zeit entstehen könnten, die wurden damit... Kann man damit nicht nachprüfen? Was man definitiv zeigen kann, auch anhand dieser Impfstoff bereits veröffentlichten Studien, ist, es gibt überschießende Immunreaktionen bei diesen Impfstoffen. Da müsste man genauer hinschauen. Das Wegfallen der Langzeitbeobachtungen der üblichen führt dazu, dass zeitverzögerte
und auch seltene Nebenwirkungen erst jetzt in der Anwendung evident werden könnten. Und auch die Wirksamkeit ist durch dieses Verschieben, durch dieses Zusammenschieben nicht ausreichend belegt. Und darüber sollten wir, glaube ich, auch noch ausführlich sprechen. Ja, das wollen wir jetzt gleich machen, Frau Nicolodi. Impfexpertin, Sie beraten Unternehmen und Firmen bei der Zulassung von Medikamenten und von Impfstoffen. Sind denn diese Aussagen berechtigt, diese Befürchtungen, dass hier wirklich was ausgelassen wurde? Ausgelassen wurde nichts. Also das kann ich sagen, kann ich bestätigen, dass es nicht der Fall ist. Aber ich verstehe natürlich die Sorgen, dass man sagt, okay, das ist zusammengeschoben worden. Das ist natürlich der Fall. Wie eingehend erwähnt, hat es sehr viel damit zu tun, dass man die Bürokratie abgebaut hat. Aber man hat natürlich auch einzelne Studien kombiniert. Bei Impfstoffen weiß man, dass die impfstoffassoziierten Wirkungen oder Nebenwirkungen, wie man sie nennt, generell bei den Impfstoffen innerhalb der ersten 2 Monate, innerhalb der ersten 6 Wochen auftreten, die tatsächlich mit dem ursprünglichen Impfung in Zusammenhang stehen. Das ist eine Nachbeobachtungszeit, die man auch tatsächlich noch abwarten muss. Mhm. Die zweite Frage der Wirksamkeit, da möchte ich nur unterscheiden, es ist die Frage der Wirksamkeit und es ist eine Frage der Langzeitwirksamkeit. Das ist generell ein Thema, das uns bei allen Impfstoffen beschäftigt. Darüber haben wir zurzeit noch sehr wenig, können wir noch sehr wenig sagen, über die Langzeitwirkung. Die Wirkung selber von den Impfstoffen ist sehr gut. Sie ist überdurchschnittlich gut für Impfstoffe, mit einer Wirksamkeit von mehr als 70-80%, was hier der Fall ist. Da haben wir wirklich schon sehr, sehr gute Impfstoffe. Aber wie lange das tatsächlich anhält, ist derzeit noch nicht abschätzbar. Herr Eigner, Sie haben genickt. Ja, also ich würde mich sofort impfen lassen. Mhm. Ich habe überhaupt keine Angst, was diese Teleskopierung betrifft. Denn das ist eigentlich als Konsument genau das, was ich mir wünsche. Also das ist ja, kennt man ja, das ist beim Hausbau auch so. Wenn das Haus wirklich schnell fertig werden soll, naja, dann werden halt die Fenster eingebaut und gleichzeitig kümmert sich schon wer um den Boden möglicherweise. Mhm. Ja, also dass ich versuche, verschiedene Arbeitsschritte, wenn es irgendwie möglich ist, vielleicht schon parallel anzufangen und nicht jetzt dazwischen Zeit vergehen zu lassen. Das ist ja genau das, was wir uns wünschen. Das ist ja höchst wünschenswert. Was mir in der Diskussion ein bisschen fehlt, ist ein anderer Punkt. Und zwar, dass wir hier einfach immer reden von einer Abwägung von Risiken. Dass es Risiken gibt, das ist, glaube ich, unbestritten. Ja, es kann immer Nebenwirkungen geben und es wird nicht möglich sein, Nebenwirkungen hundertprozentig auszuschließen. Mhm. Und es ist auch richtig, wie Sie sagen, dass selbst sehr, sehr seltene, sehr, sehr unwahrscheinliche Nebenwirkungen natürlich auftreten werden irgendwann, wenn man Milliarden Menschen auf der ganzen Welt impft mit einem Impfstoff. Das ist richtig. Und auch wenn eine Nebenwirkung nur in einem Fall von 1 Million auftritt, wenn es um Milliarden Menschen geht, sind das tausende Menschen. Daran kommen wir nicht vorbei. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern was wir anschauen müssen ist, was ist denn das Risiko der Alternative? Und das Risiko der Alternative, wenn man sich nicht impfen lässt, na, das sehen wir jetzt sehr eindrücklich dieses Jahr. Das heißt, der Punkt ist nicht, ist diese Impfung zu 100% ungefährlich, weil nichts im Leben ist zu 100% ungefährlich, sondern die entscheidende Frage ist, ist die Gefahr dieser Impfung um Größenordnungen kleiner als die Gefahr, nicht geimpft zu sein und diese Krankheit zu bekommen? Und ich denke, das ist mittlerweile eindeutig mit Ja zu beantworten. Aber vielleicht kann ich Ihnen da ein Zitat von Debatte ORF.at vorlesen. Da sagt einer, was soll denn dabei schiefgehen? Im schlechtesten Fall erkranke ich an Covid-19. Und warum sollte der schlechteste Fall eintreten? Die Entwickler gehen ja voran. Ich habe genug Vertrauen in diese Impfstoffe und noch nie ist so viel Geld und Hirnschmalz in einen Impfstoff geflossen. Wovor haben denn Sie persönlich Angst? Angst habe ich eigentlich überhaupt keine. Mir geht es darum, dass Impfstoffsicherheit ein hohes und wichtiges Gut ist. Vor allem in einer Zeit, wo die Impfskepsis zunimmt und die Impfgegnerschaft. Und ich bin ja ein Befürworter des Prinzips Impfstoff, aber auch des Prinzips der Impfstoffsicherheit. Das heißt, mir geht es nur um diese teleskopierten, zusammengeschobenen Verfahren. Und da muss man eben sagen, dass man ja nicht nur das Problem hat, dass man zeitverzögerte Nebenwirkungen in diesen verkürzten Verfahren nicht feststellen kann. Man muss ja auch wissen, gerade die RNA-Impfstoffe, die wurden vor Covid-19 noch nie an Menschen getestet. Die haben es nie über den Tierversuch hinaus geschafft. Das müssen die Menschen wissen. Und die gesamte Geschichte der Testung am Menschen von allen RNA-Impfstoffen in der Humanmedizin ist jetzt auf wenige Monate zusammengeschoben worden. Frau Nicolodi, ist das, lassen Sie mich da gleich mal nachfragen, weil das natürlich ein Punkt ist, den viele Menschen auch ansprechen. Auch in der Debatte, lustigerweise, sagt einer RNA-Impfstoff nein, weil unerprobt. Jedes Medikament war zu Anfang unerprobt, ja, und kommt irgendwann auf den Markt. Und
Wir leben in den letzten Jahrzehnten, erleben wir eine unglaubliche Neuentwicklung an Arzneimitteln, an biotechnologischen und biologischen. Die sind per se immer unerprobt. Es gibt immer ein erstes Mal. Das ist auch in diesem Fall natürlich so. Es stimmt, das ist richtig. Es gibt bis dato keine RNA-Impfstoffe. Es gibt aber, und das ist auch etwas, was man dazu sagen soll, sie halten alle gesetzlichen Vorgaben ein. Sie werden durchgetestet. Mhm. Es gibt zwar noch keine Daten zu einer Langzeitsicherheit, aber ich möchte auch vorausschicken, dass das ein Teil der Verhandlungen während des Zulassungsprozesses ist. Mhm. Das heißt, die werden nicht nach der Zulassung entlassen, sondern die Menschen, besonders auch jetzt in dieser letzten und entscheidenden Phase, dieser Phase 3, werden über mindestens einem Jahr mit beobachtet, also auch hinsichtlich der Sicherheit. Auch diese RNA-Impfstoffe, die noch nie erprobt wurden, sind sicher? Sie sind sogar interessanterweise überdurchschnittlich sicherer als die anderen Impfstoffkandidaten. Es scheint so, dass es tatsächlich wieder ein Meilenstein in der Impfstoffentwicklung ist mit den RNA-Impfstoffen. Ja. Darf ich als kurz darauf replizieren? Ja, wenn es ganz kurz ist. Ja, also man darf nicht vergessen. Es wartet nämlich noch jemand, mit dem ich sprechen möchte. Deswegen. Na, es ist ja nicht nur, dass es noch nicht in der Humanmedizin zur Anwendung kam, sondern es ist ja vorher nie über den Tierversuch hinausgekommen. Und ich bin ganz bei Ihnen, ich bin auch für Innovation. Aber bitte unter Einhaltung der Sorgfaltspflicht in der Impfstoffforschung. Und das ist das, was bis hinauf zum British Medical Journal, kann man zum Beispiel Peter Doshi, D-O-S-H-I, im British Medical Journal nachlesen, ganz aktueller Bericht, der dieselben Bedenken bis in die höchsten Ebene der Wissenschaft äußert. Also ich könnte jetzt. Wir haben eine Expertin da und die sagt, die sind sogar noch sicherer. Ja, aber ich möchte nur sagen, es gibt diese Bedenken in allen Ebenen der Wissenschaft. Das hat nichts mit, natürlich wissen Sie auch, mit nichts mit Impfgegnerschaft zu tun. Es geht darum, dass wir eben. Die Impfstoffforscher sagen ja selbst, schreiben ja selbst in ihren vorläufigen Auswertungen, es kommt jetzt zu einer vorläufigen Zulassung und dann muss man noch mindestens 2 Jahre, steht überall drinnen, dieses Nebenwirkungs- und Wirkungsmonitoring betreiben. Das heißt, diese wichtigen Fragen, wichtige Fragen, werden jetzt in die 4. Phase verlagert und die 4. Phase ist die Anwendungsphase. Und dazu muss ich aber nur kurz einwenden, dass das generell für alle biologischen Arzneimittel der Fall ist. Es wird keines entlassen in die Zulassung, egal welches biologische Arzneimittel das ist, in die breite Anwendung, sondern alle diese haben im Zuge der Zulassungsprozesse auch Verhandlungen mit den Behörden über die zusätzlichen Studien. Und genau das ist der Knackpunkt. Es geht um die Sicherheit und es ist gewährleistet, dass das ganz engmaschig kontrolliert und auch beobachtet wird. Wir sprechen gleich weiter darüber. Was nämlich feststeht, ist beim Thema Impfen, da scheiden sich wirklich die Geister und da gehen die Wogen hoch. Wir fragen gleich nach, wie es denn um die Impffreudigkeit oder Müdigkeit der Österreicherinnen und Österreicher steht. Zuvor schauen wir aber noch zu einer Teststraße ins Burgenland. Was denkt man denn dort über die Impfung? Alles wartet darauf, ich auch. Also, weil einfach das für die Wirtschaft unbedingt notwendig ist, dass wieder alles offen hat. Am Anfang würde man nicht gleich impfen lassen, vielleicht dann später hin, dass man weiß, es wirkt etwas oder es ist gut. Ich glaube, keiner will als Erster geimpft werden, aber ich bin so mutig, ich will bald wieder im Flieger sitzen. Das ist genauso für mich wie die Grippeimpfung. Ich denke mal, das ist jetzt für diesen Stamm gültig und nächstes Jahr müsste ich mich wieder impfen lassen und das mache ich nicht, nein, sicher nicht. Das muss dann, glaube ich, jeder persönlich abwägen. Tue ich es oder tue ich es nicht? Das heißt immer freiwillig impfen. Aber im Endeffekt ist doch keine Freiwilligkeit. Also wenn ich jetzt reisen will, muss ich mich gezwungenermaßen impfen lassen. Ich wäre bei der ersten Impfwelle nicht dabei. Wenn Sie mich fragen als Erster, dann auf jeden Fall. In dem Studio begrüße ich jetzt Bernhard Kittel. Er ist einer der Leiter der Corona-Panel-Studie, eine neue Studie der Universität Wien, die er uns jetzt hier exklusiv präsentieren wird. 1500 Menschen wurden da zum Beispiel zum Thema Impfung befragt und das mehrmals, um mögliche Einstellungsänderungen abfragen zu können. Schönen guten Abend, Herr Kittel. Guten Abend. Herr Kittel, diese ganz aktuelle Impfstudie, da haben Sie abgefragt zwischen März und Juli wöchentlich, ab August monatlich und jetzt sind wir im November 2020. Wie hat sich denn die Impfbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher verändert? Ja, wir haben die Frage das erste Mal in die Studie hineingenommen, als sich langsam abgezeichnet hat, dass Impfstoffe entwickelt werden. Das war im Mai. Mhm. Und haben diese Frage jetzt im Oktober noch einmal inkludiert. Im Mai hat etwa 50% der Befragten gesagt, sie denken, sich impfen zu lassen, entweder auf jeden Fall oder sie machen es eher. Und etwa ein Drittel hat sich skeptisch geäußert. Mhm.
Jetzt im November ist es genau umgekehrt. Die Hälfte ist skeptisch, ein Drittel würde es machen. Woher kommt das? Was sind die Gründe für diese Skepsis, die zugenommen hat? Also wir haben uns das angeschaut. Wir haben also Zusammenhänge mit anderen Variablen untersucht. Und man kann so verschiedene Überlegungen anstellen. Die persönliche Gefährdung zum Beispiel. Die Wahrnehmung der persönlichen Gefährdung war im März, April, Mai sehr hoch, ist jetzt wieder gestiegen, ist jetzt wieder auf dem gleichen Niveau. Aber sie ist, die Gefährdung ist da, aber die Impfbereitschaft ist geringer. Mhm. Also das ist ein Faktor, aber entscheidet nicht. Mhm. Soziodemografische Merkmale. Wir sehen, dass Personen, die so im Bereich Lehrabschluss, einen Bildungsabschluss haben, eher skeptischer sind. Frauen sind eher skeptischer und Jüngere sind eher zurückhaltend. Mhm. Ein weiterer Faktor aber, der sich letztlich in der Untersuchung als sehr deutlich herausgestellt hat, ist, wie die Regierung mit der Krise umgeht. Die Zufriedenheit mit der Regierungspolitik hat sich herausgestellt als ein ganz zentraler Faktor beim Rückgang der Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Also je unzufriedener man mit der Performance der Regierung ist, umso weniger möchte man sich auch impfen lassen? Genau. es ist natürlich schwierig, das können wir in einer quantitativen Untersuchung auch nur sehr schwer erfassen. Aber es scheint so zu sein, das ist eine Partnerstudie, die von meiner Kollegin Barbara Preinsack geleitet wird, die das qualitativ erforscht, also mit Leuten redet, die Hintergründe, die Begründungen erfragt. Mhm. Und die sagen, die Unzufriedenheit führt dazu, dass man anfängt abzulehnen, was von der Regierung kommt. Mhm. Und Impfen ist etwas, was offizielle Politik ist. Mhm. Und das wird immer stärker abgelehnt. Jetzt wäre es natürlich wichtig, in Österreich eine möglichst hohe Durchimpfungsrate zu erreichen. Gibt es denn Empfehlungen an die Politik, wie man das erreichen könnte? Also wie man die Menschen dazu bringt, sich impfen zu lassen? Also ganz wichtig sind solche Diskussionen, wie wir hier heute führen, Transparenz. Eine Erklärung dessen, was man tut, warum man es tut, was sind die Hintergründe. Die Ängste, die hier auch artikuliert worden sind, sind ernst zu nehmen. Mhm. Und es muss klar werden, dass die verschiedensten Einstellungen tatsächlich auch aufgenommen werden können und dass sie diskutiert werden. Also Transparenz der Maßnahmen und Transparenz des wissenschaftlichen Hintergrundes der Maßnahmen sind enorm wichtig. Es darf nicht passieren, dass man auf der einen Seite eine bestimmte Maßnahme durchzieht und auf der anderen Seite hört man, Expertengremien sind da eher vorsichtiger. Okay, also Konsequenz und einfach Sachen offensichtlich machen und diskutieren. Herr Kittel, ich danke Ihnen, dass Sie bei uns im Studio waren. Schönen guten Abend. Sehr gerne, danke schön. Danke. Ja, das ist natürlich sehr interessant, das so zu hören. Herr Aigner, was glauben Sie denn, wie kann man denn die Impfbereitschaft erhöhen? Ich glaube, was wir gerade gehört haben, ist vollkommen richtig. Es geht um Transparenz. Wir müssen einfach ehrlich sein. Es wäre natürlich jetzt vollkommen falsch, wenn sich irgendwie der große Virologen-Star hinstellen würde und sagen würde, aus jetzt, ihr lasst euch alle impfen und die Sache ist erledigt. Das wäre Unfug. Sondern man muss natürlich ganz, ganz ehrlich, ganz, ganz transparent, ganz, ganz sorgfältig analysieren, wie schauen die Daten aus? Haben wir bei diesen Tests alle Daten bekommen, die wir wirklich brauchen? Aber das wird ja gemacht. Man muss sich immer klar machen, die Leute, die das sich anschauen, das sind Spezialisten. Ja? Das hat einen Grund, warum das nicht ich mache oder nicht Sie machen, sondern das machen Leute, die sich da wirklich auskennen, die genau dafür ausgebildet sind. Das sind keine Deppen. Also wenn auf der ganzen Welt so etwas angeschaut wird von unzähligen Menschen, dann und die wissenschaftliche Community kommt zu dem Konsens, ja, das ist sicher, dann haben wir das größtmögliche Maß an Zuverlässigkeit, das wir überhaupt nur kennen in der Wissenschaft. Man muss sich ja klar machen, das ist jetzt nicht irgendeine Pharmafirma, die halt Geld machen will und die ein Produkt auf den Markt wirft und irgendwelche Studien finanziert hat, die dann schön ausschauen sollen, sondern das ist jetzt das große Gesundheitsthema auf der ganzen Welt. Und es gibt furchtbar viele Leute, die sich das sehr genau anschauen. Das ist auch gut so, das ist auch notwendig so. Aber wenn man dann zu einem positiven Ergebnis kommt, dann soll man auch transparent und klar sagen, Leute, darauf können wir uns jetzt wirklich verlassen. Mhm. Herr Awey, Sie sagen ja auch immer, ich bin kein Impfgegner und auch kein Impfskeptiker.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie gegen solche Verschwörungstheorien auftreten. Wie glauben Sie denn, kann man Menschen davon überzeugen, dass diese Impfung angenommen wird, dass sie etwas Gutes ist, um gegen diese Pandemie vorzugehen? Also ich stehe auch in Kontakt mit berufsmäßig in Kontakt mit zahlreichen Ärztinnen und Ärzten und ich bekomme auch Leserbriefe. Und ich weiß, die Menschen wünschen sich einfach eine aufrichtige Transparenz, weil sie dann ihre Entscheidung selbstverantwortlich, auch die Ärztinnen und Ärzte, die ja Patienten beraten, treffen möchten. Und dazu gehört für mich eben auch, dass wir einfach auch offen dazu sagen, selbst der Lobbyverband Vaccines Europe räumt ein, nachzulesen in Financial Times, dass derzeit bei diesen Impfstoffen das Risiko höher ist, wegen geringerer bis jetzt gesammelter Daten, dass wir eben einräumen, dass hier eine geringere Sicherheitsdatenlage ist als sonst. Aber vor allem auch, dass wir auch bekannt geben, dass die Menschen wissen, dass bei der Wirksamkeit große Fragezeichen sind. Und das ist jetzt mein wichtigster und letzter Punkt. Neben den Nebenwirkungen möchte ich einfach zur Transparenz beitragen und sagen, bereits bei dem Oxford-Impfstoff, bereits bei den Affen im präklinischen Versuch, waren die zwar vor schwereren Infektionen und Schäden geschützt, aber sie konnten das Virus weitergeben. Sie waren also nur milder infiziert. Die Antikörper, die neutralisierenden, waren nicht so wie normalerweise noch bei tausendfacher Verdünnung des Serums nachweisbar, sondern nur bis 40-facher. Also das sind alles große Fragezeichen. Und wir wissen auch bei BioNTech zum Beispiel, bei dem RNA-Impfstoff, da ist ja nur eine sehr kleine Stichprobe bis jetzt, die in dieser Studie an Covid-19 erkrankt worden ist, von 160 oder 170 Personen. Da ist niemand gestorben. Anhand dieser kleinen Stichprobe kann man noch keine wirklich gute Datenlage extrapolieren über die Wirksamkeit und vor allem nicht über die Dauer der Wirkung. Das alles werden wir erst sehen in der Anwendung. Ja, aber genau, das passiert große doch jetzt gerade. Sie zitieren jetzt immer Aussagen. Natürlich, wenn jemand vor 6 oder vor 12 Wochen gesagt hat, das ist noch unsicher, ist das richtig? Aber das passiert doch jetzt gerade, wo wir da sitzen. Das sind ganz aktuelle Zahlen. Und ganz aktuelle Daten. Ja, wenn Sie jetzt, Sie haben jetzt die präklinischen Studien Nein, ich hab von einer Stichprobe aus der dritten klinischen Phase bei Impfstoffen gesprochen, von Menschen, die dann wirklich krank geworden sind, die man also beobachten kann, ob die Wirkung impft. Die ist bei keiner Impfstoffstudie bis jetzt über 200, sondern deutlich unter 200 bei einer Erkrankung, wo einfach der Großteil der Menschen, die PCR-positiv sind, gar keine Symptome oder vor allem keine schweren Symptome entwickeln, ist das eine extrem geringe Datenlage. Und das ist auch das, was die meisten Wissenschaftler, die skeptisch sind, als Hauptproblem sehen. Denn wir können auf diese Art keine Herdenimmunität schaffen. Aber das heißt, Sie können andere noch immer anstecken. Ja. Fangen wir mal bei der Frau Nicolodi nach. Können Sie die anderen noch immer ja. Frau Nicolodi, diese Fragen stellen sich natürlich viele Menschen. Wir wissen auch noch nicht so genau, wie das mit diesen Wirkstoffen ist. Das wird auch immer wieder gesagt, man weiß noch nicht, ob sie jetzt tatsächlich auch schützen vor einer Ansteckung bei anderen. Vielleicht machen wir mal die Fakten. Was weiß man über die Impfstoffe, die jetzt kurz vor der Zulassung stehen? Wie wirken sie? Also es gibt unterschiedliche Impfstoffmodelle. Die drei Impfstoffmodelle, die derzeit in Europa bei der EMA eingereicht wurden zur Zulassung, sind zwei zur sogenannten RNA-Impfstoffe. Das ist ein Teil des Erbgutes. Es gibt Viren, die haben eben DNA, so wie wir Menschen. Es gibt auch welche, die haben RNA. Der Coronavirus ist ein typischer RNA-Virus. Und das ist einfach der Teil des Erbgutes, der die Information trägt von diesem Oberflächenprotein oder Partikelchen, gegen das die Antikörper gerichtet ist. Wenn man jetzt hört, Erbgut, Gene, greift dieser Wirkstoff, was macht er bei den Menschen? Greift er irgendwas an im Körper, was mit Gen oder mit Erbgut zu tun hat? Nein, das ist nicht der Fall bei Corona. Also das ist auch unterschiedlich. Coronavirus ist ein Virus, das nicht integriert. Es gibt welche, die tatsächlich integrieren in das menschliche Erbgut. Der Coronavirus macht das nicht. Diese Art des Erbgutes, das man impft, ist auch nicht etwas, was integrieren kann. Es ist nur ein Botenstoff, der tatsächlich dann im Körper übersetzt wird in das Viruspartikel und gegen das wird dann die Antikörperantwort gerichtet. Jetzt gibt es verschiedene Impfstoffe, die wahrscheinlich zugelassen werden. Wer entscheidet denn, wer welchen Impfstoff bekommt? Kann das die Einzelperson entscheiden? Das ist eine sehr gute Frage. Diese Frage hat uns das Gesundheitsministerium derzeit noch nicht beantwortet. Ich denke, das ist einerseits davon abhängig, wie schnell die Zulassungsprozesse gehen. Derzeit ist BioNTech und Pfizer ein bisschen mit der Nase voran, weil AstraZeneca einen kurzen Stopp eingelegt hat. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der RNA-Impfstoff der erste ist, der verfügbar sein wird, auch hier in Österreich, und dass dann in zweiter Folge der von AstraZeneca folgen wird.
Und noch eine Frage, die der Herr Awey angesprochen hat. Es geht um die Wirksamkeit. Man weiß nicht, ob, wenn wir uns impfen lassen, ob wir andere noch anstecken können. Stimmt das? Das ist eine Frage der Übertragung. Das ist auch immer eine entscheidende Frage in allen Impfstoffentwicklungen. Ich sage immer, was ist das eigentliche Ziel eines Impfstoffes? Das eigentliche Ziel des Impfstoffes ist es, zu schützen, ja, dass ich mich impfe und dass ich dann vor einer Infektion und einer Covid-19-Erkrankung geschützt bin. Und in einer zweiten Frage stellt sich natürlich auch die Frage, kann ich denn tatsächlich noch Viruspartikel übertragen? Das ist auch Teil der Studien. Ich erwarte schon sehnsüchtig die Studienergebnisse von den großen Studien, um dann zu sehen, ob auch eine sogenannte Transmission, eine Übertragung, verhindert werden kann. Herr Eignert, es gibt viele Fragen, die noch offen sind, aber es gibt auch sehr viele Fragen, die bereits beantwortet sind und irgendwie auch so mantramäßig immer wieder von den Expertinnen und Experten beantwortet werden. Woran liegt es denn aus Ihrer Erfahrung, dass viele Menschen das trotzdem einfach nicht glauben wollen? Ja, damit habe ich mich jetzt in diesem Jahr sehr eingehend beschäftigt, weil wir einfach umgeben sind von den verrücktesten Verschwörungstheorien. Und ich bin sehr froh, Herr Awey, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass Sie eben nicht ein Impfgegner sind. Also es gibt ja da die schrecklichsten Dinge. Es gibt Leute, die behaupten, Bill Gates will uns irgendwie. Manche Leute sagen, Coronaviren gibt es überhaupt nicht, das ist alles eine Lüge. Und das finde ich, das tut mir wirklich wahnsinnig weh, weil es so viele wahnsinnig kluge Leute gibt, die sich beruflich damit beschäftigen, die wirklich daran forschen, um uns allen zu helfen. Und dann gibt es da einen beträchtlichen Prozentsatz der Bevölkerung, die sagt, na, glauben wir einfach nicht. Das ist alles Lüge. Und aber woher kommt das? Was ist der Grund dafür? Es gibt viele Gründe dafür. Einer davon ist natürlich, dass wir Menschen so gebaut sind, dass wir nach einfachen Antworten suchen. Und in Phasen, in Zeiten, die uns Angst machen, in denen die Situation unübersichtlich ist, ist dieser Drang wahrscheinlich noch viel größer als sonst. Und die meisten von uns schaffen es nicht, sich irgendwie einzulesen in Impfstudien und da jetzt die Diagramme dadurch zu analysieren. Das kann man auch nicht verlangen. Viel einfacher ist, wenn irgendjemand sich hinstellt und sagt, gibt's gar nicht, ist überhaupt keine Gefahr, macht alles, das ist nur eine Verschwörung irgendwelcher dunklen Eliten, macht euch keine Sorgen. Das ist einfacher zu glauben. Es hat nur den Nachteil, es hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Und sich mit der Wirklichkeit anzulegen, hat am Ende noch nie jemandem geholfen. Ja, aber von solchen Theorien, die Sie da nennen, also spricht hier keiner. Das ist sag ich auch, mit da bin dem ich sehr tun, froh. Was wir diskutieren. Aber, ja, aber es gibt viele, die darüber reden. Schon ein bisschen ja, ich diese Leute auch. Na, wenn Sie reden, Sie haben ja auch in Ihren Videos Bill Gates ganz oft ganz massiv kritisiert und machen sich Sorgen, dass das Lobbyismus ist. Ja. Ich habe gesagt, ich bin froh, dass Sie nicht zu diesen Hardcore-Verschwörungstheoretiker-Zirkel gehören. Das ist gut, sonst hätte ich jetzt keine große Lust auf die Diskussion. Gut so, aber es gibt diese Leute, das können wir auch nicht verschweigen. Also muss ich kurz auch replizieren. Es gibt keinen Nachweis einer sterilisierenden Immunität nach dieser Wirkung. Das heißt, es ist die Chance sehr hoch, dass man das Virus aufnehmen und weitergeben kann. So sieht es derzeit aus. Ja, aber das haben wir schon gesprochen. Wenn das der Fall ist und Sie impfen Personal in Gesundheitseinrichtungen, dann ist es absurd, weil Sie aber dadurch die Pflegepersonen die Patienten nicht schützen können. Wissen Sie, was mich noch bei Ihnen interessieren würde? Sie sind da skeptisch gegenüber dieser, wie das verkürzt worden ist und dass man halt nicht genau weiß, wie es wirkt. Wie werden Sie denn das nächstes Jahr handhaben? Also werden Sie weiter, ich möchte jetzt nicht fragen, ob Sie sich impfen lassen, weil das ist ja ein persönlicher Bereich, aber werden Sie weiter Abstand halten, werden Sie weiter Maske tragen? Wie machen Sie das nächstes Jahr dann? Ich verhalte mich verantwortungsvoll und übrigens auch in anderen Jahren, weil es gibt ja auch andere Erreger in der Vergangenheit, die zwar nicht so im Fokus standen, aber die man auch durchaus ernster nehmen hätte können. Auch andere globale Gesundheitsgefahren, über die habe ich auch gerade ein großes Buch geschrieben. Also ich bin kein Corona-Leugner. Nein, das hat niemand unterstellt. Natürlich verhalte ich mich verantwortungsvoll. Bin auch sowieso jemand, der nicht so viel unter Leute geht. Also es ist für mich jetzt nicht unbedingt ein großer Unterschied. Ich treffe gern Menschen, aber man kann auch Abstand halten. Und Partygeher bin ich sowieso keiner. Als letzte Frage noch an Sie beide. Ist denn dieser Impfstoff dann das Allheilmittel gegen Corona, gegen die Corona-Pandemie? Ich glaube, da muss ich einen leichten Dämpfer geben. Es ist immer ein großes Ziel, wieder eine hundertprozentige Immunität zu schaffen. Das ist uns selten gelungen bei irgendeiner Pandemie. Wir brauchen eine Immunität von über 90%, um überhaupt davon zu sprechen, eine Herdenimmunität aufzubauen. Es wird uns begleiten, es wird uns auf längere Sicht begleiten und wir werden dann, ich glaube, in einem Jahr weitersehen. Dann können wir schon mehr sagen, auch über die Langzeitwirkungen.
und dann auch abschätzen, ob wir tatsächlich wieder in ein komplett normales Leben zurückkehren können oder ob wir uns womöglich länger damit beschäftigen müssen. Aber Herr Aigner, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Der Impfstoff würde unser Leben schon ein bisschen leichter machen, sagen manche. Sind Sie auch dieser Meinung? Der Meinung bin ich absolut. In welchem Ausmaß, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das kann man sich mit simplen epidemiologischen Modellen durchrechnen, wissen wir einfach noch nicht. Da muss man jetzt die Ergebnisse abwarten. Also, dass es helfen wird, ist offensichtlich, aber in welchem Ausmaß, ob wirklich diese berühmte Herdenimmunität, das Wort ist ja nicht besonders nett, eintritt, das, glaube ich, kann man momentan anhand der Studien einfach noch nicht endgültig beurteilen. Ein wichtiger Parameter, der da eingehen wird, ist natürlich, wie groß ist der Prozentsatz in der Bevölkerung der Menschen, die sich tatsächlich impfen lassen. Mhm. Und wir brauchen ungefähr so 2/3 Leute, die immun sind. Das heißt, wir brauchen mehr als diese 2/3, die sich impfen lassen, weil keine Impfung ist 100%ig. Wenn jetzt also 50% sagen, sie wollen nicht, dann wissen wir jetzt schon, das wird nicht wird reichen. Nicht reichen. Dann danke ich Ihnen sehr fürs Diskutieren und dass Sie im Studio waren. Vielen Dank fürs Kommen. Und ja, bevor wir in Österreich impfen, da wird noch einmal getestet.